Ja, Jan Maxi. Ja, wir machen eine S-Kurve und fertig. So, Jan und ich probieren jetzt was Neues aus. Und zwar haben wir mein altes Handy hier an mein Longboard geklebt und wollen jetzt gleich die S-Kurve runterfahren. Dann ich weiß jetzt nicht, ob die S-Kurve jeden... Gut? Ja. Also hier geht es, wie ihr sehen könnt, ziemlich heftig runter. Und ja, bin jetzt abgestiegen, weil da vorne ist jetzt so ein, hier ist das jetzt wie so ein S, da vorne wird das jetzt richtig heftig, ehe gleich ein Auto kommt und Jan mich umfährt. Bin ich jetzt abgestiegen und ja, hier kann man... Und ja, hier kann man kaum stoppen, wie ihr sehen könnt. Jetzt geht's richtig runter. Jetzt! Okay. Aber weil wir... Vielleicht wollt ihr uns ja auch jetzt sehen, wie wir jetzt riesig über den Kopf fahren. Vielleicht denkt ihr, dass wir das jetzt nicht mehr machen. Aber, wenn ihr das seht, vorne ist ein Ausblick, hier kann man jetzt so runterlaufen und dann wird es da vorne gleich so richtig heftig. Da vorne kann man gleich auch noch sich hinstellen und dann im Stehen weiterfahren. Wie ihr sehen könnt, ist jetzt noch ein zweites Bild hinzugekommen. Ja, ich und Maxi sind noch zwei. Scheiße! Und ich bin richtig nach vorne gekippt. Ich muss so schnell laufen, dass ich nicht mehr nach vorne kippen kann. Und... Oh, jetzt holt er seine Lungen aus dem Gewicht. Was ist da passiert? Oh. Kommen wir mal zu Maxi. Ich weiß jetzt nicht, ob man das sehen kann. Jetzt. Das filmen wir an. Er hat halt einen großen Longboard. Und wenn man dann so downhill fährt, ist das vielleicht zu heftig. Ja, ich fahr mal näher. Habe ich jetzt auf jeden Fall versprochen? Nein, ich bin nicht.
Und das war nur das letzte Stück, guck mal. Wenn man jetzt da so hochguckt, ne? Warte. Wenn man jetzt hier so hochguckt, ne? Dann ist da nur so ein ganz kleiner, schmaler Weg, ne? Aber in echt ist echt so richtig heftig. Und wenn man dann noch erst das S nimmt von der S-Kurve, dann da wird es ja noch heftiger, weil dann geht es dann noch heftiger. Aber wir fahren jetzt weiter auf. Das Pferd. Hallo. Und da ist ein Pony. Hallo, wie geht's euch denn so? Alles fit bei euch? Ja, bei mir auch. Danke, Dana. Na? Fahren wir weiter? Aha. Oh, jetzt sieht es schon wieder viel heftiger. Ja, super geworfen. Oh, guck mal, wie das Babypferd sabbert. Da, guck mal, perfekt geworfen. War das letzte Stück geworfen. Jo, Jan, fahren wir weiter? Wundert euch nicht, warum ich hier hingehe. Der Schatten. Aber besser hier. Okay, läuft noch. Läuft noch. Ich bin auf Pause. So. Ja, ich habe die Kamera hier jetzt wieder angemacht und aufgestellt. Fast jetzt. Und ja. Dann laufen wir so ein bisschen den Berg hoch. Ja, so. Hier ist jetzt hier noch so, drauf, so eine S-Kurve. Aber nicht, dass man die über die Räder fliegt. Ja. Cool. Die S-Kurve, die kleine S-Kurve, die fahren wir jetzt auch noch mal runter. Okay, Maxi, wir machen jetzt die S-Kurve. Wir machen jetzt die S-Kurve. Scheiß Steine! Welche S-Kurve? Feiner! Thank you.
Maxi! Aber fahr langsam erst! Fahr Maxi! In einer Minute, Challenge. Ja. Ach, ja, haben wir ganz vergessen am Anfang zu sagen. Hallo und herzlich willkommen bei Jan und Maxi. Warte, wir warten bis 28 und dann stelle ich los. Okay? Ja. Das hat man gar nicht. Noch? Wenn wir das schaffen, machen wir das Einzelstudio. Ja, das machen wir es in den Ding. Lasst doch schon mal eine Bewertung da, oder auch nicht, und so mal auf mich wollt. Und ja. Aber weil wir den Berg hoch laufen, weil es schwer zu anstrengen sehen könnt, hier geht es so und dann nochmal, das ist voll das S hier. Was ich hier
Ja. Weiter, ich melde mich dann gleich wieder. 15 oder so. Okay. Welchen Berg? Den. Oha. Der ist besser. Guck mal, wir sind jetzt. Die Landschaft geht wie so ein S. Wir mussten jetzt das alles da fahren. Und da gleich müssen wir auch wieder da hochfahren und alles. What the fuck? Start! Müssen wir auch wieder da hochfahren und alles. What the fuck? Hi. Hi. Aber bevor wir die S-Kurve runterfahren, die finale S-Kurve, noch ein kurzer Zaubertrick. Ich habe hier Kleingeld und will es in 1 Euro umwandeln. Okay. Tada! Ein Auto kommt mit Rampen und das ist ein Rambo. Aber hier ist der Weg so richtig geil. Aber jetzt kommt ein Rambo. Wir können das sehen! Komm mal hier! Nein, da kommt ein Rambo! Guck, wir können hier am Rand fahren und dann sehen wir das. Nein, lass es eben gucken. Lass mal. Ab hier wird es am besten, ne? Also nicht. Nicht? Das ist so riskant, weil wenn da jetzt ein Auto kommt, dann rammt und das... Guck, da kommt ein Motorrad, das hätten wir nicht gesehen. Hä, wenn wir da vorne sind, komm, wir laufen da vorne. Seitengasse, wo die rauskommen können. Und überhaupt, wenn du hier runterfährst und dann noch die Kurve nehmen musst. Wie das aussieht, die Straße hört hier auf einmal auf und dann kommt gar nichts. Thank you.
Auto hinter uns. Wow. Was ist? Boah, ich bin jetzt voll abgerutscht. Ich bin da fast reingeknallt und da ist ein kleiner Bach. Nur mal was für zwischendurch, ne? Hier ist nur so ein Ding, aber ich komme jetzt. Ja, warte kurz. Ja. Ja, ist halt mein Stammplatz, ne? Hier ist Maxis Stammplatz. Wir sind jetzt hier im Nagelwald und angeblich sollen hier Wildschweine leben. Die Bäume sehen hier sehr komisch aus. Und hier kann man zwar schlecht mit dem Longboard herfahren. Aber ich glaube, es ist Zeit für eine kleine Challenge. Und zwar, wer den Stock weiter werfen kann. So, wir suchen uns jetzt beide Stöcker aus und die werfen wir dann einfach nach unten. Und welcher weitergekommen ist, der hat die kurze Challenge gewonnen. Wir filmen jetzt mit zwei Handys, weil eins für Jan Maxi, den für alle, die es noch nicht wissen, auch von meinem Kanal, wir machen einen Kanal zusammen. Jan Maxi, jetzt auf YouTube ansehen. Noch nicht hier wissen, wir machen, Maxi macht einen Vlog-Channel. Vlog-Channel 13 heißt der. Okay, und wir beginnen jetzt mit der Mini-Challenge. Okay, ich bin dran. Meiner kommt eh weiter. Ja, du hast auch einen kürzeren. Gewonnen. Okay, Maxi, es war weiter. Wir haben uns überlegt, wir machen drei mit drei Punkten. Okay, los, Maxi. Diesmal werf ich. Oh! Warte, willst du den werfen? Mhm. Dann kassierst du gleich. Ja. Ich habe jetzt hier den Stock und dann. Oh, leck mich doch. Boah, der ist noch weitergekommen. Okay. Meiner ist wohl in den Dingen schon geblieben, in den Blättern. Ja, weil ich die Challenge verloren habe, werde ich jetzt mit dem Luftballon abgeschossen. Maxi, Film. Warum wir zwischendurch so rumbrüllen, warum das so heftig ist. Ja, allein nur durch Longboard fahren. Heute durch Longboard fahren, ist meine Sohle hier so abgegangen. Und das nur durch Longboard fahren. Da hinten kommt ein rotes Auto, sehe ich. Longboard fahren. Vielleicht kommt es ja mehr, vielleicht kommt es. Okay, ja, fahren. Weg vor uns.
Einfahrt. Jan, hast du das Video mit den Äpfeln schon auf dem Kanal geschnitten? Nein. Okay, wir blenden jetzt noch jetzt ein Video ein. Boah. Dann setze ich mich hin. Rasen ist eine Mischung aus Gras und Gras. Jetzt! Okay, wir fahren jetzt wieder zurück. Wir sind doch gerade ganz am Anfang hergekommen. Jetzt. Weil eigentlich das richtige Wort bei sowas einfällt hier, so eine Abrandung oder sowas, dann sagt einfach Gras. Also Grasen. Ja, Maxi hat jetzt sein Handy von seinem Longboard runtergemacht, damit ihr mal sehen könnt, wie komisch das ausgesehen hat.